Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mal wieder mit durch den Tag mit vier Kindern. Heute ist kein Arbeitstag von mir, das heißt, für heute habe ich ein paar Besorgungen vor. Die Kinder öffnen dann auch den Adventskalender nach dem Frühstück. Und ja, der Haushalt wartet auch auf mich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und an dem Tag habe ich spontan beschlossen, zum Frühstück Quarkwaffeln zu machen und auch für die Brotdosen der Kinder. Unsere vier sind zwischen 1,5 und 8 Jahren alt und brauchen was für Kindergarten und Schule zum Mitnehmen. Und dabei habe ich entdeckt, es war schon besetzt, das Waffeleisen. Da war ein Spielzeugschwein von Quindrin, unserem Jüngsten, der ist derzeit sehr interessiert am Waffeleisen und holt das immer aus dem Schrank zum Spielen. Das Rezept von den Quarkwaffeln, das lasse ich euch in der Videobeschreibung. Also die finde ich geschmacklich sehr, sehr lecker und saftig und sie brauchen nicht unbedingt eine Beilage wie einen Apfelmus oder so. Also ideal zum Mitnehmen und haben auch fast keinen Zucker. Also jetzt war ich noch unterwegs ein bisschen. Das schließe ich oft dann gleich an, wenn ich die Kinder morgens wegbringe. Ich habe noch ein paar Sachen besorgt von Essen, die es bei uns beim Discounter nicht gibt, wo ich normalerweise einmal die Woche meinen Gesamteinkauf mache, meinen großen. Ja, noch ein paar Sachen für die Kinder, also ein paar Kleinigkeiten. Vor allem ja Winterdinge wie Handschuhe, also das sind leider bei uns Verbrauchsartikel. Kinder verlieren relativ oft welche. Ja, wenn ich das mache, dann versuche ich das ohne Stress zu machen. Das ist so ein bisschen so mein Päuschen für zwischendurch unter der Woche. Also einmal, wenn ich unterwegs bin, dann ja, nehme ich mir zusätzlich ein bisschen Zeit für mich, setze mich hin und trinke einen Kaffee. Denn zu Hause, ja, da kann ich mich oft nicht so entspannen, weil der Haushalt nach mir ruft immer. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich schon alles besorgt und es geht ab nach Hause. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich zeige kurz, was ich mitgenommen habe für die Kinder. Ich habe nicht alles gefunden, vor allem eine Schneehose brauchen wir noch, aber ein T-Shirt, weil Timon hat jetzt nicht so viel Auswahl. Wenn ich länger nicht wasche, dann wird es bei ihm knapp. Das war so hübsch, deswegen habe ich gedacht, ja, das war eigentlich nicht auf der Liste, aber ich habe es mitgenommen. Aber was ich auf jeden Fall gebraucht habe für ihn, war ein winterlicher Pyjama, also mit Hose, jetzt damit es kuscheliger ist im Winter zum Schlafen. Und ja, 4 Paar Handschuhe, das ist so das Minimum. Ich muss nochmal los, welche besorgen diesen Winter. Eine Mütze, also die war sogar verbilligt und ist ja schön kuschelig, drinnen auch mit Vlies, mit so Ohrenschützern. Quinn, unser Jüngster, ist jetzt überversorgt mit Pizza und Timon ist aus der Größe, wo wir ungefähr 10 Stück haben, jetzt auf einmal plötzlich rausgewachsen. 2 Jahre hat er sie angehabt. Ich hoffe, die passt. Die muss er mir dann probieren, sonst muss ich sie eventuell retournieren. Aber das ist, glaube ich, die größte Kindergröße, sonst muss er dann schon bei den Erwachsenen shoppen. Was ich noch schnell machen wollte, ist die Fenster putzen. Wir haben die jetzt letztens dekoriert mit den Kindern. Wir machen immer was anderes. Also diesmal haben wir experimentiert mit selbstgemachter Fensterfarbe. Ich finde, das ist auch manchmal ziemlich patzig. Und wir hatten weder Schablonen im Haus, noch diese fertigen Fensterfarbtüppchen. Sind auch, finde ich, auch ziemlich teuer. Und ich habe ein Rezept gelesen im Internet, wie man das selbst zusammenmischen kann. Aber das hat nicht super toll funktioniert. Aber immerhin, das Gute ist, das geht wirklich rückstandslos ab. Zu putzen, das, was wir dann tatsächlich damit gemacht haben. Wir haben ein paar Schneeflocken geschafft, aber sonst ist sie zu stark zerronnen, um wirklich irgendwie nach Schablonen malen zu können. Und deswegen haben die Kinder dann eine Vielzahl von unterschiedlichen Fensterdeko-Arten gemacht für diesen Bereich. Da in unserem Essbereich, da schmücken wir mal die Fenster. Und hier haben sie sogar so, weiß nicht, eine kleine Weihnachtsstillleben-Ecke gemacht mit so einer Leuchtkugel und einem Glücksschweinchen. Und ansonsten haben sie hier noch die zwischen 2 so Plastikfolien, haben sie so Sternchen und Glitzer reingegeben und das Ganze dann auf ein Buntpapier gelegt und zusammengeklebt. Und dann haben wir das Buntpapier ausgeschnitten in Baumform. Und ein Fenster, da hat einfach Kira weihnachtliche Motive ausgeschnitten. Da haben wir so ein Fenster-Transparentpapier drauf gebastelt. Da muss man die einfach nur mit Öl ein bisschen bepinseln und trocknen lassen bzw. abtupfen. Oder man kann es auch mal zwischen 2 Lagen Küchenrolle bügeln, dann geht es schneller. Dann fettet das Ganze jedenfalls nicht mehr und es ist schön durchscheinend. Was ich noch machen wollte, ist, nachdem wir so viel mit diesen Fenstern dann hantiert haben mit den Kindern, ich wollte die schnell nochmal abziehen, weil jetzt sind sie quasi auch im Blickfang, da sieht man die Patzer noch stärker, beziehungsweise man beachtet es mehr. Seit ich den Fensterwischer habe, geht es hoffentlich ganz flott in 5 Minuten. Und seit ich wieder Teilzeit arbeite, da ist wirklich deutlich weniger Zeit für den Haushalt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich komme nicht nach, da wächst mir mein Kopf und das stresst mich. Und deswegen probiere ich in letzter Zeit wirklich wenigstens 5 Stunden mehr Zeit zu nehmen für irgendwelche Spezialtätigkeiten, die so über das tägliche, alltägliche Putzen hinausgehen. So wenigstens schafft man es ein bisschen was abzuarbeiten, stückchenweise, und hat nicht den Berg dann an Arbeit, den man am Wochenende erledigen muss. Und ein Minütchen ist jetzt noch Zeit für meinen täglichen Energiekick mit AG1. Ja, mein Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich kriege oft Kommentare wie: Schlafen meine Kinder besser? Hast du Tipps für mich? Ich habe
auch noch kein Erfolgsrezept dafür gefunden, wie Kinder besser schlafen. Bei uns geht das in Phasen, mal geht es besser, mal geht es schlechter. Auf jeden Fall derzeit ist bei uns eine sehr, sehr wenig Schlafphase. Also derzeit brauche ich die Energie unbedingt und schaue, dass ich sie da herbekomme, wo es nur geht. Also AG1 unterstützt mich dabei total. Also das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, besteht nicht nur aus Vitaminen, sondern es sind über 75 Inhaltsstoffe. Ja, da sind auch lebende Kulturen dabei, Botanicals. Da ist zum Beispiel Kupfer drinnen, Folat, Selen und natürlich Vitamin A und dann die B-Gruppe, Vitamin C. Aber man ist dann wirklich also so rundum versorgt und versucht natürlich möglichst auch ausgewogen zu kochen und uns ausgewogen zu ernähren, aber ich finde gerade im Winter, wo irgendwie das Angebot an frischem Obst und Gemüse beschränkt ist, beziehungsweise zumindest wenn man regional das kauft, da kann es nicht schaden, wenn man da ja, auf Nummer sicher geht sozusagen. Und ja, das gehört für mich einfach schon so total zur täglichen Routine dazu. Das ist so ein schöner Punkt, den ich halt mir gönne, für mich, für meine Gesundheit und wo man dann weiß, man ist auf jeden Fall gut versorgt. AG1 gibt es im Abo-Modell, das heißt, man kann sich einfach ganz praktisch jeden Monat nach Hause schicken lassen, beziehungsweise man kann den Lieferrhythmus ja, beliebig wählen und auch anpassen. Man kann es auch einmalig kaufen. Also für alle, die Interesse daran haben, das mal auszuprobieren, für die lasse ich die Details und den Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt das unverbindlich ausprobieren. Beim Abschluss eines Abos für Neukunden gibt es 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Außerdem noch diesen praktischen Aufbewahrungsbehälter für den Kühlschrank mit dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D und K, weil die gibt es nämlich in Tropfenform und nicht in Pulver mit dazu. Und außerdem noch 5 praktische so kleine Packs für unterwegs und den Shaker auch noch. Da kann man dann gleich das anmischen und auch verschließend mitnehmen. Das ist auch super praktisch. Also probiert es gerne aus. Ich kann euch AG1 wärmstens empfehlen. Ja, jetzt mache ich aber mal weiter mit meinem Vormittag. Also sehr viel Zeit ist nicht mehr immer, wenn man eben unterwegs ist. Die Zeit vergeht dann so schnell und läuft davon. Ein bisschen was möchte ich noch machen, ein bisschen Ordnung schaffen. Wenn die Kinder dann kommen, dann ist dann dafür meistens keine Zeit mehr. Beziehungsweise wollte ich eigentlich heute auch noch ein Früchtebrot machen mit den Kindern am Nachmittag. Und wenn wir es schaffen, werden wir noch zur Bücherei fahren. Übrigens hatte ich eine positive, unerwartete Überraschung heute im Podcast, nämlich die Stromrechnung. Also ohne Scherz. Wir wussten, dass sie bald kommt. Wir hatten ein bisschen Angst davor, denn wir verbrauchen ziemlich viel Strom. Wir haben eine Wärmepumpe, also eine Heizung, die quasi viel Strom verbraucht. Und mein Mann tankt des Öfteren an der Steckdose. Also er hat ein Hybridauto. Also wir sind ein viel verbrauchender Haushalt. Ich habe vor kurzem ein Video darüber gemacht, wie wir auch versuchen, ein bisschen Kosten zu sparen, jetzt aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Wir haben keine großen Änderungen gemacht. Also zum Beispiel war ich noch nicht bereit, auf meinen Trockner zu verzichten, zumindest nicht vollständig. Aber wir haben die Temperatur im Haus runtergedreht, ein bisschen auf 20 Grad. Vorher hatten wir immer 21,5. Wir lassen auch die Heizung nochmal einmal am Tag Warmwasser machen, beziehungsweise ein weiteres Mal, da drücken wir den Knopf dann nach Bedarf, wenn wir es denn brauchen. Allein die zwei Sachen haben jetzt dazu geführt, dass wir offensichtlich 20% weniger verbraucht haben als letztes Jahr. Also da macht das Sparen auch Spaß, wenn man irgendwie das Resultat sieht. Ich hätte das echt nicht gedacht, dass das irgendwie so durch diese zwei kleinen Änderungen, die uns jetzt nicht so aufgefallen sind, beziehungsweise ja, uns irgendwie nicht belasten, dass man da schon so viel sparen kann. Deswegen, ich bin total happy. Und außerdem hatte ich das hier noch in der Post. Also das habe ich im Baumarkt gesucht, aber in der Form nicht gefunden. Jetzt habe ich das online bestellt für oben und fürs obere Bad und auch für unten. Und ich werde das versuchen mal anzukleben, beziehungsweise es hat hier einen Klebestreifen und den muss man dann sowieso erst 24 Stunden, glaube ich, dran lassen. Und dann darf man erst den Behälter befestigen. Bisher hatten wir immer so Wegwerf-Klobürsten, aber ja, um ein bisschen Müll zu sparen, habe ich gedacht, probieren wir es doch damit. Da muss man nur diesen Bürstenkopf dann austauschen und ansonsten kann man alles wiederverwenden und waschen. Und der Behälter ist so leicht. Die Bewertungen zumindest haben gesagt, dass der echt gut hält und ist ohne Anschrauben. Das heißt, leicht gemacht. Ich probiere sie mal und hält nur eben mit diesen Klebestreifen. Ein paar Kleinigkeiten da und dort habe ich ja schon gemacht. Also so vergeht die Zeit und das Wohnzimmer sah immer noch so aus im Originalzustand vom vorherigen Abend. Und die Kinder spielen da natürlich immer viel und nicht immer schaffen sie es, alles wieder wegzuräumen. Wir haben übrigens noch dieses Gitter, und das ist damit Quinn, unser Jüngster, nicht so nah an den Ofen rangeht. Der findet ihn ja ganz faszinierend und ja, damit er sich da nicht verbrennt. Und was ich auch noch erledigen wollte, bevor die Kinder nach Hause kommen, ist ja, mich den Weihnachtsgeschenken widmen. Das hier ist übrigens unser Adventskalender, also der selbst
gebastelte für die Kinder. Mein Mann hat gemeint, er würde ganz gern dieses Treppenschutzgitter schon runternehmen. Also Quinn darf eigentlich bei uns schon die Treppe gehen. Er kann das gut, er fällt nicht hin. Aber ich habe gesagt, nein, lass es noch bis nach Weihnachten. Weil sonst, ja, glaube ich, wird er diverse Male dahin laufen und das alles auspacken, wenn ich das nicht zumachen würde. Und dieses Jahr habe ich den Weihnachtsmann gebeten, uns die Geschenke ein bisschen früher zu liefern, damit ich sie dann euch auch zeigen kann. Dafür würde ich sie dann noch einpacken. Ja, also ich zeige kurz, was die Kinder zu Weihnachten bekommen. Also seit ein paar Jahren haben wir das eigentlich unverändert, dass da so ein Budget von ungefähr 50 Euro pro Kind für Weihnachten dabei ist, weil die bekommen ja auch noch dann ein paar Sachen von den anderen Verwandten und so weiter. Also so zwei Geschenke pro Kind sind es dann vom Weihnachtsmann. Dieses Jahr hätte ich das vielleicht nicht mehr geschafft, mal schauen. Aber tatsächlich habe ich insgesamt, also für alle vier Kinder, nur 200 Euro ausgegeben. Es hat geklappt, denn wir haben ein recyceltes Geschenk dabei, das zeige ich dann auch noch. Für Timon, unseren Vierjährigen, da haben wir ein Lego-Set. Das ist so ein Spider-Man-Set mit Auto und Aufzug und Figuren und so weiter. Seit kurzem bastelt er gern mit dem großen Lego. Er liebt auch Spider-Man, deswegen glaube ich, das ist ein passendes Geschenk für ihn. Und zusätzlich, das war auf seiner Weihnachtswunschliste, er hätte gerne so eine Polizeikelle gehabt und Handschellen, also ein Polizeiset. Weiter geht's mit Taya. Sie hat sich was zum Backen gewünscht, Rezepte. Hier haben wir so eine kinderleichte Becherküche mit solchen kleinen Messbechern und Rezepten, die angeblich wirklich gut funktionieren, auch schon für Kinder, also sowohl süße Sachen als auch so herzhafte normale Speisen wie Lasagne und so weiter sind dabei. Dann bekommt sie noch so ein Elektrostartset, also ein Elektrobaukasten. Ein großer, schöner, auch relativ teuer, so 45 Euro. Da er recht gerne experimentiert, glaube ich, das ist was für ihr Alter auch ganz passend ist. Weiter geht's dann mit Quinn, dem Jüngsten. Einmal so ein Play-Doh-Set mit einem Toaster. Er liebt unser Waffeleisen, also Toaster haben wir keins, aber das Waffeleisen, das liebt er einfach und da legt er irgendwelche Figuren immer rein. Deswegen glaube ich, das ist ja perfekt für ihn. Knete ist schon dabei. Gekostet hat das 15 Euro und er bekommt auch noch was anderes. Und er bekommt außerdem noch so ein kleines Aufziehspielzeug, was man in der Hand halten kann, was dann leuchtet und Musik macht. Wir hatten das mal ganz früher, dann ist es kaputt gegangen, also für eins der anderen Kinder und die haben das sehr geliebt und deswegen glaube ich, also für sein Alter ist es passend für ihn und das war auch günstig, also das war, hat weniger als 15 Euro gekostet. Und schließlich noch Kira, also das hier war auf ihrer Weihnachtswunschliste, sie liebt Tiere, irgendwann hätte sie gerne mal ein Haustier, aber derzeit möchte sie so einen Hund, der fast ist wie echt, der kann sich bewegen, gehen und hecheln, man kann ihn füttern und so weiter. Er packt sich offenbar auch selbst aus dieser Schachtel sogar. Das hat sie bei einer Freundin gesehen und das hat sie sich gewünscht. Und außerdem wünscht sie sich das zweite Jahr in Folge ein Tablet. Also bisher haben wir gesagt, nein, das braucht sie eigentlich nicht. Hat sie sich aber wieder gewünscht und ja, das will sie unbedingt haben. Und wir hatten noch ein altes, deswegen haben wir beschlossen, ja, das für sie aufzusetzen, ohne Internetzugang, einfach mit ein paar Kinderspielen, damit sie dann ihren Wunsch erfüllt bekommt. Also Kiras Hund hat 40 Euro gekostet. Das Tablet zähle ich nicht mit. Insgesamt kommen wir dann auf 200 Euro und das Tablet wäre noch einmal über 100 Euro gewesen. Aber wie gesagt, das haben wir ungenutzt im Haus seit über 2 Jahren. Bekommt es noch einmal quasi die Chance, nützlich zu sein. Jetzt werde ich das Ganze dann nur einpacken und dann sicher verstecken. Da wird das dann auf seinen Einsatz warten. Bei uns ist es so, die Geschenke vom Weihnachtsmann, die sind alle in das gleiche Geschenkpapier verpackt, um nur durch die Etiketten zu unterscheiden. Die Kinder sind dann ganz gespannt, welches ihres ist und raten schon, was drin ist. Ja, wir versuchen es nicht so ausufern zu lassen, nachdem sie auch noch etwas von Oma, Opa, Onkel, Tante und so weiter bekommen und haben dann hier so als Ziel 2 Geschenke pro Kind. Dafür bekommen sie auch wirklich nur Sachen, die sie sich wünschen, also nichts Praktisches, sondern nur Spielzeug. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt, ob ihr da auch so ein Maximalbudget habt. Dann war es das schon mit dem Vormittag. Mein Mann hat an dem Tag die Kinder abgeholt aus Kindergarten und Schule und ich habe mich an die Zubereitung des Mittagessens gemacht. Ich habe Kürbissuppe gemacht. Ich mache Suppe überhaupt sehr gerne an Wintertagen. Ich finde das Wärme sehr schön von innen und mache aber oft eine Sättigungsbeilage dazu, weil sonst die Kinder wieder sehr schnell hungrig werden. Also in dem Fall habe ich noch einen Chicken-Käse-Toast dazu gemacht, als Hauptspeise sozusagen. Ansonsten gebe ich gerne noch ein paar Würstchen oder so mit rein in die Suppe. Oder extra viele Kartoffeln oder sie behelfen sich dann mit Backerbsen.
Übrigens habe ich die jetzt noch hervorgekramt. Die haben wir letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und dann vergessen. Das sind ja Zierkissenüberzüge. Und ja, da sind graue dabei. Die passen, glaube ich, nicht so gut zu unserem Sofa. Aber den Rest werde ich vielleicht mit den weißen kombinieren. Und ja, also unsere Weihnachtsdeko mache ich relativ früh, im November schon, aber nach und nach wird das Ganze ergänzt durch Dinge, die ich vergessen habe, irgendwelche Weihnachtstassen, die noch im Keller standen und Weihnachtsgeschirrtücher, Kissenbezüge, Basteleien der Kinder, also zum Schluss sieht es für uns aus wie ein Santas Lagerraum. Ja, am Nachmittag haben wir endlich das Früchtebrot gemacht, das sich die Kinder schon länger gewünscht haben. Während Quinn noch geschlafen hat, sie helfen mir immer sehr, sehr gerne beim Backen. Ist auch eine relativ gesunde Alternative zu Weihnachten zu Keksen, weil kein Zucker reinkommt, nur ein bisschen Honig und viele getrocknete Früchte. Also am Anfang haben wir jetzt Eier mit Honig gemischt. Dann kommt dazu eben noch eine Menge an getrockneten Früchten. Wir hatten Datteln, Zitronat, Orangeat, Rosinen und Dörrpflaumen und auch Haselnüsse gehackte und dann noch ein bisschen Zimt und 200 Gramm Weizenvollkornmehl und dann muss man das Ganze noch einen Tag stehen lassen. Sehr schwer für die Kinder, aber danach wird es saftig. Jetzt am Nachmittag fahren wir jetzt noch in die Bücherei. Wir müssen ein paar Bücher und Hörspiele zurückbringen und außerdem wollen wir vorher noch auf den Spielplatz, solange es noch ein bisschen hell ist. Also so bei so einem hässlichen Wetter, da freut es mich oft gar nicht rauszugehen. Und ja, die Kinder sind jetzt auch nicht so leicht zu motivieren. Deswegen ist es schön, wenn man immer so einen Anlass findet, dass man irgendwie einen Ausflug ein bisschen kombiniert. Gleichzeitig mit ein bisschen draußen sein, mit Bewegung. Also von drinnen wirkt das Wetter richtig ja, grau und ungemütlich und kalt. Aber draußen, wenn man sich ein bisschen bewegt und so und frische Luft atmet, ja, das ist dann doch schön. Und die Bewegung und ja, die, vor allem die Luft, die fehlt dann einem irgendwie, wenn man gar nicht rausgeht den ganzen Tag. Dann merkt man es an den Kindern, die sind ganz aufgedreht am Abend. Ich selbst merke es an mir auch, dass mir das irgendwie fehlt, dass man draußen war. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Und ja, am Spielplatz haben wir es leider nicht so lange durchgehalten, weil die Kinder die Handschuhe vergessen hatten, beziehungsweise ich habe die Handschuhe für sie vergessen. Dafür hatten sie sehr viel Spaß in der Bücherei. Da haben sie auch so eine Kuschelecke mit Hörspielen. Ja, sie haben da immer sehr viel Spaß. Dann ging es wieder ab nach Hause und es war schon wieder Zeit für das Abendessen. Ich habe Spaghetti mit Fleischbällchen gemacht. Das ist ein Lieblingsrezept von uns allen, würde ich fast sagen. Das ja, lasse ich auch gern noch in der Videobeschreibung für alle, die es interessiert, wie wir es machen. Also ich nehme da das IKEA Fleischbällchen-Rezept und gieße die auf mit Tomatensauce und gehackten Tomaten und lasse ein bisschen da in der Soße kochen, simmern und ja, mit Nudeln zusammen, schmeckt super gut. Ich danke euch fürs Zusehen, das war unser Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sagt tschüss.